Vor dem Match kommt Christoph Oberecker endlich noch zu seinem Pokal, den er bei der Krone Kickerwahl als beliebtester Fußballer der L1 Oberösterreichliga gewonnen hat. Wegen Corona hat es ein bisschen gedauert. Und es dauert auch, bis dieses Match in Schwung kommt. Vor allem die Linzer sind als eher harmlos zu bezeichnen. Philipp Stangl mit dem Schuss und Donau-Torhüter Horner mit der Parade. Eine Szene aus Minute 8. Bei dem Eckball in der 19. Minute versucht es zunächst Unterreiner per Kopf und dann bringt auch Horace Canin die Kugel nicht im Tor von Bregatten unter. Wir springen in Minute 35, Reisinger und Co. sind nicht im Bild, das nützt Kevin Hinterberger. Gefühlvoll überhebt er den Goalie und besorgt so das 1:0 für die Spielgemeinschaft Bregatten. Dieser Spielstand bleibt auch bis zum Seitenwechsel und ist auch nicht unverdient. Durchgang Nummer 2 bringt eine rasche Vorentscheidung. Horace Canin verliert im Mittelfeld den Ball. Hinterberger ist schon im Strafraum und Krasniqi holt ihn von den Beinen. Auch wenn er sich als völlig unschuldig präsentiert, Schiedsrichter Philipp Hubinger zeigt unmissverständlich auf den Elfmeterpunkt. Ein Fall für Markus Blutsch. Und der lässt Bastian Horner keine Chance. Das 2:0 für Bregatten in der 57. Minute. Und die wenigsten können sich eine Wende in der Linzer G-Arena vorstellen. Wie zur Bestätigung hier dieser schwache Abschluss vom eingewechselten Kenan Salo. Die Gäste ziehen sich zurück, verwalten den 2-Tore-Vorsprung. Optisch die Kleinmünchner nun überlegen. Allerdings ohne etwas Zählbares daraus zu machen. Dann ein kurzer Aufreger. Die Linzer hätten hier gerne auch einen Strafstoß. Es ist schwer zu sagen. Der Unparteiische entscheidet sich gegen einen Elfer. Und so sind wir schon in der 90. Minute. Nach Vorarbeit von Hintersteiner hat Orhan Vojic die Chance, rollt den Ball aber am Tor vorbei. Und so erleidet Donau Linz im zweiten Match ohne Trainer Christian Meierlieb die zweite Niederlage. Sein Stellvertreter knappert schwer daran. Ich reise mal Wochen zu Wochen, reise mal im Fuß aus. Mit der Mannschaft muss ich sagen, leider ist, muss ich sagen, ist der Coach, der Christian, krank. Ja, er geht mir auch wegen an, muss ich sagen, aber ich freue mich schon wieder, wenn er zurückkommt. Ja, weiter geht's. Weiter, Montag wieder Training, muss ich sagen, Kopf hoch, was soll man da? Was macht denn Bregatten momentan stark? Meiner Meinung nach ist das die Mentalität. Also, man merkt am Platz, dass jeder zusammen mit jedem marschiert für den anderen. Und das Fußballerische kommt dann eh von allein. Und wenn es wirklich, so wie es wir, eine positive Stimmung in der Truppe haben, dann kann man erfolgreich sein.